Wir haben den Jungen ja von den Großeltern abgeholt, beziehungsweise sie. Ich war arbeiten. Wir wollten an dem Sonntag hier mit der U-Bahn Richtung Norderstedt fahren, ins Arriba. Das ist ein großes, ja, so ein Familienbad ist das. Wir standen dann oben, ganz bequem, haben auf die Bahn gewartet. Und als die Bahn dann eingefahren ist, weiß nicht, muss Jana irgendwas gepackt haben. Sie hat ihren Jungen von hinten genommen und hat ihn einfach vor die Bahn geschmissen. Der Junge konnte sich weder noch retten, gar nichts. Das waren Sekunden. Die Psychologen kamen mit zweimal da raus. Und in dem Moment, gleich kurz darauf, ging die Oma und Opa auch raus. Und dann habe ich Montagmorgen, wie ich die Mülltonnen wieder reingeholt habe, so bei 8, da hat die Frau, also die Oma, mir dann gesagt, was passiert ist. Dass die Mama den Jungen in Schach vom weiß ich nicht, ob das S-Bahn oder was das war, geschmissen hat oder gestoßen hat, würde man sagen. Ich habe folgendermaßen reagiert. Wie gesagt, erstmal war es so, dass Jana weggelaufen ist. Da wurde sie vom Personal aufgehalten. Dann war es auch ziemlich schnell, als die Polizei und der Rettungsdienst hier war. Und ich war dann auch hier unten mit den anderen Betroffenen, die oben noch standen, alles gesehen haben. Wurden dann hier mit Decken und Kaffee versorgt. Hatte ich auch mehrere unterhalten hier. Ja, und dann ging es auch genauso auf Deutsch gesagt scheiße wie mir. Die waren auch verzweifelt, waren am Weinen, waren am Zittern am ganzen Körper. Krass. Schockreaktion. Eigentlich ganz normal ist. Ich habe da nie was ich habe auch nie mitgekriegt, dass er irgendwie mit dem Jungen mal böse war oder was. Nichts. Er hat auch seine Mama geliebt, das hat man gemerkt, wie sie mit dem Wagen von Hamburg hier war. Da wollte er schon mit dem Wagen rein und mitfahren so ungefähr. Und da hat sie gesagt, du musst jetzt raus, Leo, ich muss morgen früh arbeiten, ich muss zurück. Also waren nach meiner Ansicht ganz normale Verhältnisse. Es hieß ja vom Jugendamt schon im Vorfeld und so, mit Mama, die hatten ja immer regelmäßigen Kontakt, nicht? Und dass irgendwann der Junge dann auch mal bei ihr wohnen sollte, nicht? Und dann haben wir gesagt, gut, okay, das Jugendamt war dann hier bei uns. Und da hatte man dann besprochen, dass man in den Ferien, dass er dann in den Ferien schon mal nach Mama kann, nicht? Dann haben wir gesagt, gut, okay, nicht? Dann in den Herbstferien. Ne? Ja, und da war das dann, kam das dann so weit ran. Und dann hat man gesagt, gut, okay, dann fährt er eben eine Woche. Nicht? Ja, aber unsere Tochter, ich meine, wir konnten nicht Nein sagen, dass er nicht fährt. Ne? Das konnten wir nicht, weil wir hatten ja nicht das Recht dazu. Das wollten wir auch nicht. Nee. Ja, und daraufhin ist er von ihr Sonnabend abgeholt worden. Also laut der Aussage der Großeltern soll es auch nur das Wochenende sein, wo Leon bei ihr ist. In Janas Augen war es so, dass der Junge ganz bei ihr bleiben sollte. Was dann halt auch einen Streit zwischen den Eltern von Jana und Jana gab. Waren ihre Worte, ich habe meinem Sohn jetzt die Hand gereicht und der bleibt hier und ich erledige jetzt alles und du brauchst nicht mehr anrufen. Und zack hat sie den Jungen aufgelegt. Das waren die letzten Worte, die ich von meiner Tochter gehört hatte. Ich war dann erstmal perplex und dann habe ich versucht, seine Betreuerin, die Renate, anzurufen. Die habe ich nicht rangekriegt. Ich denke, was machst du jetzt? Polizei. Dann habe ich die Polizei angerufen. Ich sage, es gibt doch eine Telefonnummer übers Wochenende, wo man das Jugendamt auch erreichen kann. Ne? Ja, und er sagte, warten Sie mal einen Moment, sagte er zu mir. Und sagte, er kriegt keinen ran.
Ich sage, was mache ich denn nun? Ne? Ja, die können nicht eingreifen, er ist ja bei seiner Mutter. Ich sage, ja, die hat ja das Sorgerecht und alles, konnte keiner was tun. Ne? Ja, ist das sehr schön. Ne? Ja, und danach hatte ich dann nochmal die Frau versucht, die hatte ich dann auch dran. Und dann hatten wir uns vereinbart, dass wir Montag dann zum Jugendamt gehen, ne? Und dann mit denen sprechen. Und dazu kam es aber nicht mehr. Wir waren auch ein Wochenende vorher mit diversen Arbeitskollegen im Hansapark. Haben wir dort einen Tag verbracht. Das war ein super Tag. Wir waren alle fröhlich, alle happy, hatten viel Spaß. Eigentlich haben sich alle Erwachsenen wie kleine Kinder benommen. Ja, und dann ein Wochenende später, wie gesagt, haben wir den Jungen geholt. Und da fing sie an, komisch zu werden. Auch. Hat auch diverse Stimmen gehört, hat beurteilt, dass im Lüftungsschacht irgendwelche Kameras versteckt seien. Sie hat Stimmen gehört. Hat auch mit diesen Stimmen gesprochen. Das wurde halt schon kurios. An dem Morgen war auch noch die Polizei bei ihrem Haus. Die hat sie sogar selbst gerufen, weil sie echt davon überzeugt wäre, dass irgendjemand in dieser Wohnung sei. Das haben wir Sonntagabend am 18. Und kurz vor 8. Wir haben im Bett gelegen, wie ich, ne? Und dann sagt mein Mann, du, das klingelt. Ich sag, Quatsch. Ich sag, ne, Sonntagabend. Ne? Ja, und ich bin dann runter und es stand Polizei und Dings hier, die Krankenwagen und Seelsorge. Also waren so 6 Mann, standen vor der Tür. Da kriegst du erstmal einen Schock. Und dann haben sie mich gefragt, Frau. Ich sag, ja. Ne? Ich sag, war ganz erstaunt. Ich sag, was ist denn und ob wir reinkommen können? Ich sag, na klar. Ob wir Leon, ne? Ich sag, wir sind die Oma und Opa, nicht? Ja, und dann, er hatte eben einen Unfall, ne? Ich sag, wie, was? Ich sag, ne? Naja, aber er ist außer Lebensgefahr, ne? Da war alles zu spät, da bist du schon fast zusammengesackt, ne? Aber wie wir ihn denn gesehen haben, waren wir schon erleichtert, weil er hatte so ein paar Schrammen und so, ne? Aber so war er dann doch ganz gut. Ne? Da waren wir schon froh drüber. Ne? Ja, und dann von der Stunde an waren wir dann in Hamburg. Ne? Mein Gefühl war, ich hätte meine Tochter sonst wohin wünschen können. Ne? Der kleine Kerl liegt da. Und ich kann es nicht begreifen, dass er das überhaupt nicht gemacht hat oder wie auch immer. Das war einfach scheiße. Es kam alles wieder hoch, was halt passiert ist. Diverse Bilder im Kopf gehabt, die man eigentlich vergessen wollte. Sie hat nur meinen Namen gerufen, also sie hat Alex gerufen. Darauf habe ich aber nicht reagiert, einfach nach vorne zum Richter geguckt. Warum nicht? Weil ich mit ihr nichts mehr zu tun haben möchte. Mit der ganzen Sache nicht mehr. Und warum das nicht? Weil es mir wehtut. Weil ich jedes Mal, wenn ich sie sehe, wenn ich an sie denke, muss ich an den Jungen denken. Und dann sehe ich, was passiert ist und dann ja, läuft es mir kalt über den Rücken. Zusammen gesprochen, weißt du das noch? Wussten, hätte mir das sagen müssen. Ich habe dir das gesagt. Ich habe dir gesagt, du kennst unsere Tochter noch nicht. Ja, eben. Ich wusste aber nicht. Und was hab ich dir gesagt? Wolltest du es mir nicht? Mir wollte keiner glauben. Was war denn mit ihm oder mit dem? Na, wir hatten beide zusammen gesprochen, weil Jana im Hintergrund sagte, sie gönnt mir das nicht. Sie gönnt mir den Jungen nicht und dass der zu uns kommt. Und da habe ich mit ihm gesprochen und habe gesagt, sei unsere Tochter, wir haben die Pflegschaft und unsere Tochter ist krank. Das hatte ich dir gesagt. Das ist eine Krankheit. Das ist echt. Mehr als Alex. Das ist Alex. Wie haben Sie ihn erlebt mit Ihrer Tochter zusammen? So war er. Er hat einen vernünftigen Eindruck gemacht. Konnte man nicht sagen. Wir haben uns ja nur kurz abends gesehen.
nicht? Ihm geht es jetzt psychisch auch schlecht. Er macht sich auch Vorwürfe, er war ja dabei. Aber ich muss dir sagen, ich kann dir eigentlich was Gutes sagen. Unserem Leon geht's gut. Der läuft. Das ist wirklich so.